So, meine Freundin Anke ist jetzt weg. Die war vorhin da. So muss man machen. Also Oma, vierfache Oma. Vierfache Oma? Ich bin vierfache Oma. Bitte schön. Ja. Okay. Okay. Jasmin ist kaputt. Aber ich bin bei meinen Eltern. Mama, jetzt sind meine Eltern. Das ist ein Auslöser. Patricia, Isel, bitte. Das sind meine Eltern. Weißt du, was ich gemacht habe? Dein Schreibtisch gegen den Rücken beim Aufstehen. Gott sei Dank war der nicht fest, ne? Da ist er ein bisschen mitgegangen. Der war aber fest. Ja? Oh. Dann habe ich wahrscheinlich alles hochgehoben. Dann habe ich wahrscheinlich den kompletten Schreibtisch hochgehoben. Dani, gehen wir, wo sind deine Schuhe? Mama, wir haben immer noch einen Schuh nicht da. Kann das sein, dass er Richtung Keller runtergefallen ist? Guck mal. Mama, gehen wir? Jenny? Bist du gewachsen? Kaufen wir dir Haarspangen? Oder Haargel? Ich kaufe ihn Haargel. Ja, das ist ein richtiger Mann, der braucht Haargel. Alter Schwede. Laura, nimmst du meine Handtasche mit? Oh, du bist da. Mama, der Kinderwagen. Bist du jetzt schon fertig, oder was? Ja. Ja, nimm mit. Oh mein Gott, Leute, bis ich etwas gefunden habe. Ja. Ja. Wir wollen jetzt nämlich in die Stadt gehen und danach ins Schwimmbad. Deshalb habe ich mich nicht wirklich geschminkt. Ich bin schon total fertig. Meine Freundin war ja da, meine beste Freundin, die ich seit 20 Jahren kenne oder sowas. Gott, mehr. Onkel ist noch alt. Ja, und jetzt fahren wir noch kurz in die Stadt. Ja, wie hell ich bin. Aber ich finde es richtig schön. Gefällt mir richtig gut, die Haarfarbe. Auch wenn ich sie gerne auf den ganzen kompletten Kopf hätte. Dani, der Kindersitz von dir lebt. Ach du Scheiße. Ich hatte das gestern schon. Ich habe tatsächlich vergessen, Bescheid zu sagen. Ich rufe ihn jetzt an und sagt, er soll mir die Batterie laden. Jetzt komme ich heute Abend nicht zu irgendwo hin. So, kommst du heute Abend nicht weg. So, jetzt auch auf den letzten Drücker, ey. Oh, alles auf den letzten Drücker. Also, wir haben eigentlich kaum Zeit für die Therme. Für die Therme. Für die Stadt. Für die Stadt. Also, Gas, wo parken wir? Cityport, oder? Ja. Es wird sowieso alles proppenvoll sein. Das kann gut sein. Geh doch dran, Tata sitzt da im Turm und gammelt. Wie viele Schritte habe ich schon? Du musst mal. Du steck mal bitte die Batterie an mein Auto. Ja, der Wagen ist gerade so gut wie null angesprungen, weil die Batterie leer ist. Ja. Deutsche Bäckerei.
und nur Ausländer. Aber wirklich nur. So, das mit dem Shoppen wird nichts, denn ich habe kein Geld. Meine Handtasche liegt schön zu Hause. Jan, warum ziehst du deine Schuhe aus? Hallo meine Lieben, wir fahren jetzt zu Weihnachten und wir sind bei... Wo sind wir jetzt? In welcher Stadt? Weihnachten? Und Stadt? Keine Ahnung. Kassel. Kassel, ja Kassel. Hab ich vergessen. Hallo. Meine Lieben. Meine Lieben. Wo fahren wir hin? Zu Mami. Zu Mami. Und wo ist die Mama? Hier. Hier? Was heißt hier? Hier Mami. Mami? Weihnachtsmarkt? Ja. Sag mal Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Bei ja. Sarah wartet auf uns, ja? Ja. Okay. Sag mal Sarah. Daga. Gut. Wie? Sarah. Sarah? Ja. Wie Sarah? Sarah. Ach, Sarah, siehst du, ich war, ich glaube, in dem Laden noch nie. Bist du hübsch? Können die sprechen? Ja, ja. Und was sagen die? Was sagst du? Hallo. 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 Am meisten so, wenn die zu Hause sind. Du also, ja, meine Freunde haben auch sowas. Ja. Aber der war bei uns schon, aber der wollte nicht reden mit uns. Also, wir sind doch nicht schwimmen gegangen, sondern erstmal auf den Weihnachtsmarkt, weil wir wussten nicht, dass Weihnachtsmarkt noch da ist. Gell, Mama? Ja. Ich dachte, der wird am 24. abgebaut. Nein, Metropole Kassel, habe ich dir gesagt. Ja, aber wirklich. Bei uns ist alles was Besonderes. Holen wir uns einen Mantel? Sieht schön aus. Das sieht ja schön aus. Ich habe immer Kastanien gegessen auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, Kastanien haben wir immer geholt. Aber Macadamia-Nüsse auch. Nicht mehr. Tata hat Allergie auf Macadamia. Echt? Warum? Ja, weil die Patricia hat ein falsches Wort gesagt. Seitdem isst er nicht mehr. Wo, geh mal hin, rechts oder links? Viel zu sentimental. Falsch hast du die Mütze. Da hinten? Okay. Dann gehen wir nach da hinten. Pass auf, der Straßenbahn. Laura, nicht besser hier? Ja, genau, toll, wieder. Da können wir mal eine Runde drehen, oder nicht? Mama zusammen, Katha und ich. Da dürfen Erwachsene nicht rein, da bricht das Ding zusammen. Ich? Naja, ich habe zugenommen, das gebe ich zu. Mancha, du siehst aber schon so ein bisschen türkisch aus. Du, ich habe mir letztes Mal so ein Ohr entzündet, dann riskiere ich nicht mehr. Mir oh, ich ist bin egal. Das gewohnt. Ob die Schwiegermutter oder die Mutter. Ich hab keinen. Ja, immer ich nicht. Jeder mit kleinen und mit großen. Das schmeckt aber auch gut, wenn man es sich selber macht. Aber meine sind ja auch lecker. So. Dann gehen wir aber anders was essen, ja? Was essen wir? Bratwurst. Bratwurst? Nein. Ja, wir essen sonst was essen wir, Tata? Bratwurst? Echt? Irgendwas muss man ja hier essen, Mama. Komm. Aber wir haben so viele Bratwürste von mir schon gegessen. Ja. Und dann zwei Bratwürste noch. Ja. Aber
Hey! Nee, das ist mir ein bisschen zu intim. Ich soll seine Zunge abschlecken. Oh, die Würstchen für die Kinder sind fertig. So, Jenny, siehst du was? Wir gehen jetzt weiter zum Riesenrad. Freundlich winken, bitte. Kann ich nur weiterempfehlen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen älter bin. Siehst du? Ist immer gut fahren, ne? Weil dann einfach schon. Aber du bist bald fertig, oder? Ein Jahr noch. Elsa, die sehen schon so schön gerade aus. Wow. Ja, ich habe kleine Monate gegeben. Wow. Alle raus. Was hatten wir eben gehabt? Wir haben den Parkschein nicht geholt und hatten einen nur für 2 Stunden und der war seit 2,5 Stunden abgelaufen. Wir hatten nicht mal einen für 2 Stunden, wir hatten einen für 1,5 Stunden. Bist du dir sicher 2 Euro? Ja, weil wir sind um 3 oder so da gewesen und das schon bis das eine Stunde. Eine Stunde nur? Ja? 2 Euro eine für Stunde. Eine Stunde. Siehst du? Ja. Ups. Und wir kamen an, wer war da? Politesse. War aber total nett und hat uns nicht abgeschrieben. Also, wir haben schon 19 Uhr und sie haben nur bis 4:30. Das heißt, ich habe gespart, wie viel? 4,50 Euro. Wenn ich Parkschein geholt hätte und Strafzettel. Und ich habe einen für 8 Euro geholt, kam 15 Minuten zu spät und hatte trotzdem einen Parkschein. 23 Euro. Parkschein bitte. Hattest du? Strafzettel meinst du? Ach so, ja. 10 Euro oder 15? Oder ja, 15? Ja, aber wegen den 8 Euro noch. Ja, aber wie plus viel? 15 Euro vermute ich mal. Ist noch nicht angekommen. Ah, das war vor Weihnachten. Ja, einen Tag vor Weihnachten. Da waren ich und Nina noch shoppen für Silvester und alles. Da. Silvester? Ja. Ihr habt für Silvester schon eingekauft? Was habt ihr denn gekauft? Klamotten. Was ziehst du an? Den Rock, den ich dir vorhin gezeigt habe. Ah, stimmt. Wo hast du ihn gekauft? Wir waren in so vielen Läden, hatten überall diese Röcke angezogen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo wir den gekauft haben. Aber nicht bei Zara. Erst wollte ich gehen wir morgen zu Zara? Nein. Ja. Wir waren 2-mal an der Kasse. Einmal über eine Stunde und einmal eine halbe Stunde. Und ich habe für mich nichts gekauft, nur für die Kinder. Ja. Antje hat eine neue Jacke, weil sie hat gefroren. Es wurde plötzlich kalt. Sie ist gefroren. What? Hat die Frau gestoppt? Sie war gefroren. Du hast alles falsch, Mama. Bei dir. What? Oh, Mama. Kommt der Ex aus Eschwegen, um mich hier zu ärgern.
rum. So, meine Lieben, also wir fahren jetzt nach Hause. Die Arcelia, ich wollte schon sagen, Arcelia macht sich fertig und geht weg. Die Laura macht sich fertig und geht weg. Arcelia darf noch nicht. Und ich bin die ganze Zeit an Stoppen, weil mir ist so kalt. Nein, mir ist nicht kalt. Sonst kriege ich die ganzen Hater-Kommentare. Du mit deiner Lederjacke auf dem Weihnachtsmarkt. Yes. Es ist spät und wir gehen jetzt schlafen. Du drehst gleich durch. Ich dreh gleich durch. Ja, die Oma gleich auch. Seht ihr nicht nur ich? Alle. Ja, ja, alle drehen durch. Oh mein Gott, diese Kinder haben eindeutig zu viel Energie. Und viel zu viel. Hallo, meine Lieben. Wir gehen jetzt. Heute Abend auch immer. Ja, wir gehen jetzt Zähne putzen und schlafen, weil morgen ist Silvester und ab morgen fängt. Ab übermorgen fängt ein neues Leben an. Ezi, da unten sind Leute. Okay, ich habe jetzt 3 Stunden lang Sachen für mein Visum für Amerika vorbereitet. 3 Stunden. Muss 152 Euro jetzt überweisen. Konnte das aber noch nicht machen, denn ich habe meine Karten nicht mit, die ich dafür brauche. Die ganzen Nummern muss mir der Idi morgen am Telefon irgendwie durchgeben und ja, dann bezahle ich das und am Dienstag gibt es dann einen Termin in Frankfurt für mich. Dann werden direkt auch die Flüge gebucht für wahrscheinlich Jan, Jana und mich. Ja, und bevor ich durchdrehe, gehen wir jetzt schlafen und ich verabschiede mich von euch und wünsche euch eine gute Nacht. Halt, ne? Also, nicht bis Toilette. Warte, Martin, halt durch. Ich muss. Ich dachte,